Hallo, ich bin's, der Donny. Ihr seid auf rocketbeans.tv bzw. auf YouTube in der Mediathek. Es gibt eine weitere Folge heute. Zelda Breath of the Wild mit mir. Ich hab Bock. Ich hab wirklich, ich spiele jetzt schon das vier Stunden. Und insgesamt wären es dann fünf, genau. Und es macht einfach Bock. Hier war gerade so von diesem Franzosen, der diese Ziehharmonika spielt, so eine kleine Mini-Aufgabe gestellt, mit der ich, glaube ich, einen Schrein freischalten kann. Und ich soll irgendwie einen Rücken, irgendwas, so ein Rätsel, aber ich habe es jetzt nicht rausgekriegt und dachte erst, es wäre so ein Bock, den ich besteigen muss, aber nicht besteigen muss, sondern ich sehe gerade, es ist eine verdammt krasse Schlucht hier. Was mit dem Vogel? Kann der mir helfen? Sag jetzt nicht, das hat gewirkt. Ich hab's jetzt einfach. Nein! Ich wollte es jetzt einfach wissen. Okay. Let's do this! Leute, betet. Nein, es regnet. Jetzt falle ich da ganz runter, oder was? Ah, ich bin gestorben. Das heißt, ich muss ganz außen rum, oder was? Das ist natürlich doof. Oh, diese Ziehharmonika nervt. Let's do this! Paraglide, good times, come on. Da-da-da-da-da. Paraglide den Scheiß. Paraglide den Scheiß. Paraglide den Scheiß. Zelda ist so geil. Zelda ist so geil. Ich bin Link und ich find Zelda so mega geil. Paraglide. Dum 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 dum. Viel Spaß noch, lieber Zuschauer. Die haben schon längst abgeschaltet. Wir sind schon bei Folge 12 oder so. Ich glaube, es guckt gar niemand mehr. Ja, warum verliere ich hier gerade Ausdauer? Ach, das Wasser ist kalt! Ja, und auch so geil. Die ganze Zeit am Anfang habe ich ja so große Töne gespuckt, von wegen so, ja, man kann ja immer nur einen Apfel nehmen, ist doch gar kein Problem. Und wann, wo sind meine Äpfel? Alle weg. Ja, ich glaube, das schaffe ich jetzt aber, oder? Mit Paraglide, ohne ins Wasser zu landen? Ah, vielleicht auch nicht. Darf einfach nur keine dummen Lieder singen und mich darauf konzentrieren, das Ding richtig zu lenken. Aber hier regnet es wieder. Deswegen muss ich hüpfen. Hüpfen! Das war so knapp. Ist böse hier irgendwie auf jeden Fall. Hier ist böse. Schrein in der Nähe. Wo? Wo ist das Schrein? Da oben? Das ist jetzt unser Ding. Wir gehen jetzt zum Schrein. Da ganz hinten? So weit weg? Oh, hier ist eine Kiste. Hier ist, kann das sein, dass es hier so ein riesen Bockblindlager ist? Oder was ist das hier? Oh, du da. So, warte doch. Taka. Wer ist Taka? Ah, eine Zora, oder was? Ich fand die Zora-Tempel ja immer am schwierigsten mit. Es war immer irgendwas mit Wasser und Tauchen und irgendwelchen schweren Stiefeln, wo man dann irgendwo hin kann. Du bist Juliana, oder? Mhm. Bist du doch, oder? Du bist unsere Rettung. Okay, er und diese Direktorin, die sind schon mal in einem Boot. Ich tue es, ich zwinge dich. Okay, weirdo. Geh zum Prinzen, sofort. Hallo, das ist ja eine Überraschung. Dieser Gegend trifft man nicht viele Juliana. Du bist doch auch eine, du alte Butterbirne. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Aber sag mal, hast du eben mit diesem Zora gesprochen? Was geht dich das an, Bitch? Ja, ich habe mit diesem Prinzen gesprochen, aber naja. Das ist ein ganz komischer Typ. Ja, ach nee. Als Mann wird er dich sicher nicht so dreist anmachen. Aber wer weiß. Bisschen sexistisch. Könnte ja auch ein schwuler Zora sein. Kamikaze-Mode. Okay, die Scheiße muss ich mir nicht geben hier. Aua. Aber die sind voll aggressiv, ey. Come on. Yes. Okay, was mit den Dudes hier? Vielleicht bringen die mir was. Okay, ich habe keine Waffe gerade ausgewählt. Jetzt schleiche ich gerade schon wieder. Das hat ja ganz schön Kraft. Echsalfußknochen. Trüffel mit Karotte. Dazu machen wir noch ein bisschen Pilz. Obwohl ich übrigens persönlich keine Pilze mag in real life. Ja, komm, ein bisschen Honig noch rein hier. Das ist auf jeden Fall ein seltsames Gericht, aber es könnte schmecken. Vielleicht bin ich ja auch so ein kleiner Tim Raue. Ja, wer sagt's denn? Festtagspilze. Demnächst in ihrem Donny O'Sullivan Restaurant. Ich halte jetzt einfach mal das Maul. Ich mache jetzt den fertig hier. Alles gut. Komm mal her. Ich versuche mal ein bisschen auszuweichen. Ja, ebenso nicht. Oh, eine Fee. Ist klar, chillig. Ach so, der hätte mich... Sonderlöcker, der ist super stark. Die Fee ist automatisch rausgekommen, die ich aufgesammelt hatte. Ist immer noch so ein bisschen die Gefahr, wann wo gespeichert wurde. Habe ich jetzt schon den Typen getroffen? Den Zora-Dude? Nee, ne? Ja, es tut mir leid, Leute, ich habe es jetzt ein bisschen verbockt. Ich will einfach nur dahin. Aber das reicht nicht, oder? Come on. Jetzt sterbe ich.
Die Konzentration ist am Nullpunkt gerade. Ich weiß auch nicht, sorry. Ja, ich skipp das jetzt mal alles schnell. Ja, check ich. Alles klar. Juliana, ich verlass mich auf dich. Ja, das war alles fail. Fail, 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 fail. Ich renn sofort, ich renn sofort. Die redet noch kurz mit uns. Oh, habt ihr das auch gehört, dieses Wuhu? Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Was ist das? So, Kuya, ich schreien. Schreien, Son. Bitch. Ah, dieses Spiel ist geil. Es dauert einfach nur 100 Jahre, bis man reinkommt. Aber wenn man drin ist, ist es geil. Bisschen wie Sex. Ist es wieder ein Gegner schreien, glaube ich. Mit dem werde ich doch fertig. Obwohl, der hat jetzt zwei Flossen. Okay, scheiße. Oh, ich wäre jetzt schon gestorben, ne? Anderes Schwert. Okay, wir nehmen das Geile. Das Wächterschwert. Oh, schnell. Ja, nicht schleichen, nicht schleichen! Oh, scheiße. Wie ging das denn mit dem Ausweichen? Das Schwert ist halt auch schon gleich im Arsch, ne? Oh, scheiße. Ja, wenn du das machst, dann mach ich doch einfach das hier. Wächterschild ist ganz geil. Aber noch ein Wächterschwert. Okay, das ist gut. Oh, Ritterbogen ist natürlich richtig nice. 26. Kein Platz in der Tasche. Ja, nee, dann lass ich den noch einfach liegen, oder? Not gonna happen. Schmeiß die Kackbögen weg. Schmeiß die Kackbögen aus dem Fenster. Wir brauchen Platz zum Tanzen. Auf dem Bild in deiner Küche sieht sie aus wie Zelda. Jetzt habe ich 4 Stück. Wir teleportieren uns mal ganz schnell nach Kaka. Haha, gib's mir. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja, natürlich will ich einen. Jetzt kriege ich einen ganzen. Okay, gute Wahl. Nice. Hart erkämpft. Das freut mich gerade sehr, weil, ja. Aber warum, habe ich noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Luxusbett, Normalbett ist und ob ich jetzt bis mittags, abends oder wann schlafe, ist mir auch noch irgendwie schleierhaft, weil es wird doch immer aufgefüllt alles. So viele Fragen, Leute, ihr seid live dabei, wenn einfach Donny versucht, die Welt zu verstehen. Besagter Prinz Sidon hält sich bei der Ingogo-Brücke auf. Ja, ja, das hat der andere auch gesagt. Ist es der da oben hier? Nee. Ja doch, jetzt spricht er mich wahrscheinlich an. Hey, du da! Oh, Katzen. Und ha! Okay, was war das für eine Katzen? Einmal so ein Sprung darunter. Ich bin Sidon, Prinz der Zero, sowas. Okay, sag's nochmal. Ja, heißt du. Ich hätte jetzt in dem Moment ihn so verarscht und so gemacht, so, ich bin Link, Prinz des Süd von Hylia. Wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. Okay. Ich verlasse mich auf dich. Komischer Typ. Ach nein, der Typ, der ist zu heftig. Ich will nicht, dass der mich jetzt sieht. Der ist auch nicht cool, der da. Also erstmal Chili Vanilli. Gucken, was hier geht. Es ist halt jetzt echt schon so, dass ich Schiss vor Gegnern habe, ne? Sowas kann ich. Siehst du, Schießsachen, die kann ich gut. Was ist das hier? Oh, hier ist Loot. Sondere katai, katai, sondere katai, in den Namastai. Ah, der war nice. Oh, der war auch nice. Wie gesagt, Aim und so mit Schuss habe ich, aber ist sonst nicht viel. Tentakel, alles klar, das ist quasi sein Schwanz, oder was? Sorry, verdrückt. Oh, Gold, oder was? Topaz, ein wertvoller Edelstein, okay, nice. Sorry, ich will gerade nicht klettern eigentlich. Ja, scheiß drauf. Ups. Baumstamm, was geht bei dir hier? Nichts. Oh! Cheers, mate. Da ist noch so ein Lager von diesen Dino-Dudes. Boah, wie schnell war der denn? Okay, das war schon mal gut, das hat 80 abgezogen. Oh, nice, ein Excel-Boomerang. Und ein Bogen. Ja, der ist aber nur 14, ne? Es ist soweit, ich muss jetzt mal was jagen. Und auch mal was wirklich erlegen. Schon tot? Ein Schuss? Okay, nice. Jetzt geht's ab, jetzt machen wir mal ein bisschen was mit Wild. Noch eine Knolle rein. Noch ein Trüffel. Ja, so ein Pilzchen noch rein und noch einen anderen Pilz. Das gibt bestimmt einiges. Ein Pilzspieß, aber ein sehr guter Pilzspieß. Ich will jetzt mal versuchen, auch ein bisschen Medizin zu kochen. Irgendwie. Wir machen jetzt hier einen Bockblinhauer, einen Bockblinhorn, brauchen einen Insekt.
Naja, ist das ein Insekt? Eigentlich nicht, ne? Das ist ja eigentlich ein Monster. Ey, ich gehe jetzt Risiko mal ein. Ich probiere das jetzt mal mit dem. Na, dubiose Matsche, scheiße. Scheiße! Ja, aber wegen dem Octorok-Auge, ne? Müssten hier nicht irgendwie Insekten überall sein im Gras oder? Was ist das hier überhaupt? Ich habe das Gefühl, das könnte man vielleicht anzünden. Was ist das? Hö? Kann ich das nehmen oder so? Ja. Nice. Wow, yes, wir haben ein Dings, einen Krogsamen. Ich habe den Krogsamen, Krogsamen, Krogmannsamen. Das kann man nicht aimen. Nice, ein Stein. So, das jetzt mal. Ja! Okay, aber nur ein Wurfspeer ist natürlich auch ein bisschen lame. Ach, guck mal, die haben so einen Chamäleon-Modus. Ja, die haben auch so Chamäleon-Augen, ne? Oh, eieieiei. Ey, der zieht richtig ab, ey. Aber, ein Soldaten-Zweihänder mit 20. Heieiei. Gar nicht so einfach, ey. Die haben es in sich, die Jungs hier. Scheiße, ey. Oh, die Waffe ist weg. Warum ist denn die Waffe jetzt weg? Hat er mir die Waffe aus der Hand gedingst? Scheiße. Oh, Alter, die ist nicht schlecht. Eine große Maxi-Rübe. Okay, gut. Einen haben wir down. Schön schleichen. Der hat mich, ne? Scheiße. Bevor der jetzt diese Strahlen abschickt, schnell. Ja. Okay, der ist weg. Alter, hier sind richtig viele. Alter, hört ihr die ganzen Hörner? Scheiße. Ich muss jetzt mal warten, bis es sich wieder ein bisschen beruhigt hier. Nein. Echt schwierig, ey. Also. Boah, das war knapp. Der wollte gerade schon das Horn blasen. Da, die sind überall. Die sind überall. Oh, Leute, das ist echt schwierig. Muss ich aber hier vorbei an der Stelle? Kann ich außen rum gehen? Hier ist richtig viel, hier sind richtig viel Schätze und so. Ich will unbedingt da rein. Ich mache jetzt einfach alle aus dem Hinterhalt. Auch wenn mir die Pfeile irgendwann mal ausgehen, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir schon zwei down. Wie das gute alte Jedi Knight, direkt mal speichern. Dann machen wir den auch noch platt. So, direkt ziehen. Zweiter Pfeil hinterher. Alles klar, speichern. Okay, wo sind die anderen? Ich sehe nichts. Boah, blind, Alter. Speichern. Yes. Das war knapp. Oh, hat das jetzt gereicht für sein Horn? Oh, damn it. Robin Hood, Bitch. You guys just got linkalized. Hehehe. Ich gehe euch schön hier rein und nehme mir alles jetzt hier. Die Fit-Kröte. Gesponsert von McFit. Elektropfeil. Ah. Ich sammle einfach noch wie ein echter Schwab meine ganzen Pfeile wieder ein. Lass den mal von ganz oben runterfallen. Hallo, hier bin ich. Hier. Der Typ wieder. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Ja, alles klar. Was ist denn da oben? Die sind elektrisch. Fledermäuse oder was? Elektro-Fledermäuse, okay. Oling, Alter. Alter, war der. Der war nice. Machen wir doch direkt nochmal genau so ein. Okay, eine Bombe noch und dann gehe ich runter und mach das mit der Hand. That's what she said. Tschüss. Ja, und der Dude ist ja jetzt einfach eh gearscht. Da im Wasser. Keine halben Sachen hier. Said Donnie never in his life. Wenn ich etwas bin, dann bin ich auf jeden Fall der halbe Sachenmann normalerweise. Ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, man soll alles immer nur so machen, wie es halt gerade so okay ist. Außer natürlich bei meiner Arbeit und bei der Liebe. Da vorne ist noch ein Lager. Fällt ihm nicht auf. Dann machen wir es doch so und dann mache ich ein bisschen Aufmerksamkeit. Der ist, okay, super taub. Schluss jetzt damit. Tschüss. Ach komm, Leute, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen. Wieso war der denn so? Der hat sich irgendwie krass gut bewegt. Erstmal Cutscene, oder was? Hey, Link. Der Dude. Wir holen uns erstmal die Kiste. Ist doch klar. Och, dafür den ganzen Stress. 5 Holzpfeile. Reicht das? Muss. Ja, nein. Doch, ja, geil. Reinhold Messner-Style. Klettermeister. Link. Oh, nein.
So, jetzt machen wir mal mit Salz was. Ein Fisch. Hier die Karotten rein. Noch ein Trüffel mit. Und eine Maxi-Rübe, oder? Eine große Maxi-Rübe. Alter, jetzt geht's richtig ab. Das ist ein Gericht für die, das ist ein Gericht für die ganze Familie. Kevin, Latina. Schmorfisch. Das ist natürlich krass, ne? Das sind natürlich aber mal 18 Herzen. So, jetzt machen wir doch hier mal schnell was mit Monster. Zusammen mit Monster-Zutaten. So, in die Hand. Das ist hier ein Monster-Zutat. Vielleicht reichen ja schon die beiden Zutaten. Sportmedizin. Das ist schon mal geil. Das habe ich jetzt zum ersten Mal. Stimuliert die Nerven, sodass sie all deine Bewegungen schneller abwerfen. Okay, klettern. Okay, ist klar. Das ist doch geil. Was können wir noch kochen? Kocht man sie zusammen mit Monster-Zutaten, steigert sie die Ausdauer über den natürlichen Grenzen aus. Oh, geil. Okay, das brauche ich auch. In die Hand. Wo ist denn hier noch eine Monsterzutat? Ist das eine Monsterzutat? Eigentlich schon, ne? Kommt ja von einem Monster. Nehmen wir mal. Fitnessmedizin. Nice. Dieser Stein sieht sehr verdächtig aus. Warum ist der hier? Stasismodul. Anhalten. Alter, wie nice war das? Ciao. Jetzt kommt bestimmt der Typ wieder, ne? Ja. Hey! Ist er. Hey, Link. Hier bin ich, hier unten. Oh nein, Link, von hinten kommt der Monster auf dich zu. Pass auf. Oh, der ist... Was ist das für einer? Ist der hart? Der verschießt. Und ich speichere mal eben. Was ist das für ein Freak? Und ich nehme jetzt diesen Elektro-Buff, weil ich mir sicher bin, dass das so einer ist, der so Elektro-Scheiße hat. Okay, aber der Typ ist richtig weird. Bisschen wie die Hexen bei Doom. Kennt ihr die? Weil ich habe einen Elektro-Buff, kannst mir gar nichts. Ah, man sieht schon, es zieht mir echt nur... Zieht mir nur ein Viertel ab. Das ist schon nice. Ja, ich muss den irgendwie... Eins hat er noch. Tschüss. Ciao. Du, Ex-Lanze. Merkt ihr schon, wie ich jetzt Ex-Wörter einfach vernuschel, weil ich einfach immer noch nicht weiß, wie man es richtig ausspricht. Heißen die, sind das Exale. Exal-Lanze. Die stärksten Exal... Großkrieger verwenden diese Lanze. So, was wollte ich kochen? Ich wollte einmal hier dieses Gelee jetzt mal ausprobieren. In die Hand nehmen und mit dem anderen kombinieren. Wo habe ich es jetzt hin? Elektro-Gelee. Probieren wir mal aus, ob ich das irgendwie jetzt... Das ist doch Chemielabor, Alter, jetzt. Nein! Dubiose Matsche! Dubiose Matsche! Ich war mir sicher, ich kriege jetzt irgendwie so eine geile Superbombe mit, was weiß ich, mit Superfähigkeiten. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Wenn es mal Merch gibt, glaube ich, von meinen Let's Plays, ist das wahrscheinlich einer der Sätze. Wir gehen direkt rein. Eins machen wir noch schnell. Einfach nur was Geiles mit ein bisschen Salz. Mit ein bisschen Salz einfach. Ja, so ein kleines Wildsteak mit ein bisschen Salz. Ein bisschen Steinsalz. Hey, das hat so andere Geräusche jetzt gemacht wie sonst. Was war das denn? Eine kleine Prise Salz hier. Wo geht's denn hier lang? Bin ich überhaupt noch richtig hier? Okay, sorry. Ich musste jetzt hier, wollte euch einen epischen Kamera, eine epische Drohnenfahrt um Link mit epischer Musik darbieten. Und das ist mir auch gelungen. So. Ah! Ein Krugsamen durch Mega-Zufall entdeckt! Krugsamen! Nice! Oh, hier rutsche ich jetzt ganz weit. Das darf nicht. Nein. Es ist nämlich. Es regnet. Ich muss schnell wieder hoch. Es ist aber auch rutschig hier. Da ist ein Monster, auf den habe ich Bock. Klassiker. Ein Klassiker. Klassiker. Ein Klassiker. Untersucht die Bombe bitte. Ciao. Der hat 56. Bleib stehen. Ah! Diese Waffe ist geil, ey. Ach, guck mal, der pennt. Okay, anschleichen. Wie viel das dem abzieht, ey. Da ist jetzt ein Typ. Der wird mir bestimmt irgendwas Cooles sagen. Ah, nee, das ist ja ein Wildschwein. Scheiße. Das sieht ja geil aus. Sieht ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, die Elfen. Die Elfen da. Nee, das sieht eher aus wie bei den unten, bei Herr der Ringe Teil 3.
diese verschollenen Könige, ne? Schreien in der Nähe! Schreien sind geil. Wir richtig schreien geil. Wir rennen. Wir rennen gleich weiter, wenn die Ausdauer da ist. Wir rennen über die Brücke. Und wieder Pause. Wir rennen, wenn die Ausdauer wieder da ist. Wir rennen dann da. Dorf der Zoras, Bitch. Dorf der Zoras, Bitch. Rewind. Zora. Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Zoras. Komm mit. Ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Okay, er ist auf jeden Fall kein Arschloch. Er ist einfach komisch. Da ist der Schrein. Das ist unser erster. Da gehen wir sofort rein. Oh, guck mal, da ist ein Gorone. Die geilen Goronen. Ich liebe die Goronen. Auch diese Musik von den Goronentempel war immer so dum 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 dum. Und die haben auch immer so geredet so. Sput. Lotus. Alter, ein Zora-Großschwert. Jetzt geht's los. Die nehmen wir aber sowas von mit. Das sieht geil aus. Ist das ein geiles Schwert? Puh. Hudaya! Tunduragada! Sunduragada! Rein damit. That's what she said. Kann man hier vielleicht... Aber hier muss ich bestimmt vorbeisprinten, oder? Mit diesem Sprintzeug. Ich muss auf jeden Fall eine Kugel hier reinrollen lassen. Ist ja klar. Das bringt halt nichts, ne? Warum kommen jetzt keine weiteren Kugeln? Da ist eine Truhe. Zoralanze, ja, danke für nichts. Leute, warum kommen jetzt keine Kugeln mehr hier runter? Was ist das Ding hier? Jetzt habe ich aber diese andere Kugel da reingemacht, weil ich dachte, ja gut, da ist ein Loch, hier sind Kugeln. Einfach mal reintun. War falsch. Und jetzt frage ich mich gerade, wie ich denn diese Kugel da wieder rauskriege. So, einmal reicht eigentlich. Ah, einmal reicht nicht. So. Ups. Nein! Ich hab's Schwert aus Versehen geschmissen. Ah! Oh, damn it! So. Ja, jetzt hau ab. Hau ab! Hau ab, du! Boah, das macht mich wahnsinnig. Ich krieg den nicht mehr raus da. Ich lad mir das mal eben. Wieso kann ich eigentlich da nicht rauf? Das kann eigentlich nicht sein. Da muss ich doch rauf können. Oder Kryomodul, das ist ja Wasser hier. Ah. Vielleicht ist das ja die Idee, Leute. Oh, das ist vielleicht die Idee. Komm schon. Ja. Nice. Nice, nice, nice. Okay, ich glaube, das war zu weit. Oh oh. Nein! Bitch! Mitgehen, 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 mitgehen. Nicht schleichen, nicht schleichen! Okay! Du kannst mal weg jetzt hier, schau. Ja, ja, komm, gebe die Ecke. Du Geiler. Und jetzt muss ich ihn anhalten hier. Stasis-Modul muss aber aufladen. Stasis-Modul muss aufladen. Yes! Und jetzt schnell schlagen. Reicht das? Boah, ist er an der Kante? Ja! 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 Alter! Nice! Oh, Zeichen der Bewährung. Puh! Weißt du, wenn man es weiß, dann ist man immer schlauer. So viele Verletzte. Ja, soll ich den jetzt anlabern? Ach, labert er mich voll. Ist dir diese Statue der großen Mifa aufgefallen? Eigentlich nicht, aber ja. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du sie ja selbst dazu befragen. Ja, Amol, sag ich dir ganz ehrlich, möchte ich eigentlich nicht. Oh, kann ich es einfach nehmen oder kaufen? Ich habe gerade Glutenforelle gelesen, Alter. Eispfeile, das habe ich noch nicht. Da will ich einiges haben. Naja, aber es sind echt teuer. Ich nehme trotzdem mal 5 für 100 Rupien. Ah, ich bin so dumm, so dumm, so dumm, so dumm, so dumm, 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 dumm. Direkt daneben sind natürlich 5er-Pack Eispfeile, die ich für 80 Rubine kaufen hätte können. Ach, Mann, ey. Aus mir wird kein Geschäftsmann mehr, ich sag's euch. Corona! Jo. Hallo. Du bist Juliade, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine gewischt zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte,
Wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Ich kann übrigens überhaupt nicht lesen. Ich bin Corona. Was ist das denn hier? Der hat Werkzeug. Oh, vielleicht kann ich jetzt hier mal was mit den ganzen Schrauben tun. Was machst du? Lanzen reparieren. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herkommen. Oh, ich brauche eine Lichtschuppenlanze. Was habe ich eigentlich für Lanzen? Markus Lanze habe ich. Wir sind Dorefan. Wieso wir? Bist du zufrieden oder was? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke, Link? Kurze Zwischenfrage. Was ist eigentlich Recke? Heißt Recke Held? Wir hörten, du weitest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ah gut, hey, alles klar. Du, ich habe ein bisschen gepennt 100 Jahre lang. Ich habe da ein bisschen mich schlafen gelegt, aber ich bin aufgewacht. Übrigens, der sieht ein bisschen so aus wie bei Episode 1. Dieses Volk von Jar Jar Binks. Da unten der König, der sieht auch so aus. Ich mache Jar Binks mit diesen Lippen. So sieht er ein bisschen aus. Sieh die Statue, die wir zu Mifas Ehren errichtet haben. Und sage uns, fühlst du gar nichts bei diesem Anblick? Ja, bisschen in der Hose. Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deiner Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Ja, ich kann mir da schon was vorstellen. Bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Bin ich wirklich? Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitan Varuta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ja! Mann, warum nervst du jetzt? Er war schon kurz davor, mir die Aufgabe zu geben. Wir waren uns doch einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Sorry, die sind doch Fische. Warum stört die den Regen? Ob Zoras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. Oh Leute, können wir mal bitte weitermachen. Das ist ein Elefant oder was? Bitte aktiviere die Maschinen mit Elektropfeilen. Was sagst du? Wollen wir Router gemeinsam aufhalten? Ja, hatte ich eh vor, tatsächlich. Bitte nimmt mich raus aus eurem weirden Familiengedöns hier. Du möchtest in den Titan eindringen und ihn besänftigen und Prinzessin Zelda leitet dich dabei an. Heißt das, sie lebt noch? Ja, sie ist im Schloss. Habt ihr kein E-Mail? Doch wenn du in die Titanen eindringen und sie zurückerobern, ich weiß nicht, ob ich in einen Titan eindringen möchte. Erhöht das Schwimmtempo. Geil, Zora-Rüstung, nice. König Dorefan. Oh, wieso muss er sich jetzt noch melden? Boah, Leute, ganz ehrlich, gerade habe ich es noch mit Humor genommen, aber das ist ja so viel Gelaber. Puh, Leute. Also diese Buchhändlerin oder diese Direktorin von diesem Labor war ja schon nervig, aber die Story, ey. Es ist eh immer die gleiche Story, es ist immer die gleiche Geschichte. Laber mich nicht voll, gib mir die geilen Items, gib mir das Schwert, lass mich weiterziehen. Jetzt sehe ich hier aber so ein Schrein-Ding. Und ich wollte noch die Samen dingsen. Kann ich jetzt hier mich schon hinteleportieren? Ich glaube ja. Ich schau mal auf der Karte, ob ich mich da mal hin teleportieren kann. Okay, dann gehen wir kurz zu unserem Kinderschänder. Der sah halt, der Typ sieht halt ein bisschen aus. Oh Mann, ich halt einfach die Fresse jetzt. Wo war denn der nochmal? Wo war denn der noch gleich? Ja, das ist jetzt natürlich doof. Von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Turn off for what? Na, 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 na. Das war jetzt nicht nur ironisch. Also es ist schon schön. Das ist schon schön gemacht, auch mit dieser Klaviermusik und so. Das triggert schon Emotions auf jeden Fall. Geh und beweise es mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man die Elektropfeile herbekommt. Naja, wohin soll ich gehen? Link, du solltest Muso die Zora-Rüstung zeigen, die du von meinem Vater erhalten hast. Ah, alles klar, nice. Du, ausrüsten, hey, hey, hey. Ja, und was sagst du jetzt, Baby? Oh! Das ist doch die Zora-Rüstung. Es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Na, untenrum ist ein bisschen eng. Weil du, Hylianer, noch nie im... Weil, ach Gott, ich lese schon mittlerweile wirklich wie ein Depp. Ich kann nicht mehr. Es ist so viel zu lesen. Es ist einfach ein ganzes Buch, was ich vorlesen muss. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Auf diesem Berg lebt ein gefährliches Monster. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile.
Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluchsen. Abzuluchsen. Luchsen. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Gut, bitte, jetzt. Ich will jetzt weg von euch. Also, Donnerhorn, Pfeile holen, dann irgendwie, aber ich kriege ja eh Wegpunkte, also von daher, whatever. Also echt eine Folge heute mit sehr vielen einfach nur vorlesen und mir Sachen anhören, die mich nicht wirklich interessieren. Ja, wir sind leider am Ende der Folge schon fast angelangt. Ich muss schon abmoderieren. In der nächsten Folge geht's dann weiter und dann holen wir uns die geilen Pfeile, Alter. Dann holen wir uns richtig geile Pfeile und dann nehmen wir die Pfeile und dann schießen wir diesen Elefanten da wieder richtig geil hin und dann Ramazumba hier. Und dann geht's weiter wahrscheinlich Richtung Goronen. Und dann haben wir es zack durchgespielt in 5 weiteren Folgen. Nee, in 100 Jahren. Also, macht's gut, bleibt geil. Bis zum nächsten Mal, euer Donny. Ciao.